Hallo Leute, ich zeige euch heute, wie ihr festlegen könnt, welche Programme beim Windows-Start gestartet werden. Also ihr könnt die Auto-Startprogramme festlegen. Dazu drückt ihr auf Windows und R, sodass sich das Ausführfenster öffnet. Hier gebt ihr msconfig ein und drückt Enter. Nun öffnet sich ein Fenster Systemkonfiguration. Hier wechselt ihr auf die Registerkarte Systemstart. Nun sind all eure Autostartprogramme aufgelistet. Hier könnt ihr die Programme deaktivieren, die nicht benötigt werden. Doch Vorsicht, passt auf, dass ihr nicht irgendwelche Systemdienste deaktiviert, die benötigt werden. Nachdem ihr alles festgelegt habt, was ihr wollt, müsst ihr nur noch mit OK bestätigen. So, das war's auch schon. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und ich würde mich über ein Abo freuen.